Hi Leute, diesmal geht es um drei Pflanzen. Drei Pflanzen, die eine gewisse Buschkraftrelevanz haben. Im Zuge einer Tech-Runde, die der Michael gestartet hat. Zu seinem Kanal führt der Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Die Weide. Es existieren ungefähr 450 verschiedene Arten. Es gibt sogar Exemplare, die werden nur einige wenige Zentimeter hoch. Der Name Weide stammt vom althochdeutschen Wort Wider, was so viel bedeutet wie die biegsame. Und es gilt die Faustregel, dass je schmaler die Blätter der Weide, desto biegsamer ist sie auch. Das Tolle an der Rinde der Weide ist, man kann sie trocknen und zu einem Tee aufbrühen. Es hält sich nachhaltig das Gerücht, es sei in der Rinde der Wirkstoff Acetylsalicylsäure, also Aspirin, enthalten. Das stimmt so nicht. Salicin ist ein Stoff, der in der Rinde enthalten ist und der wird vom Körper in Salicylsäure verstoffwechselt. Nicht Acetylsalicylsäure, hat aber trotzdem eine fieber- und schmerzsenkende Wirkung. Wie schon erwähnt, wieder die biegsame, also die Weide. Die Weidenäste, die lassen sich unheimlich gut biegen und es gibt ja auch die Weidenkorbflechter etc. Ja, all das lässt sich aus der Weide machen. Es lassen sich Körbe draus flechten, es lässt sich als Bindematerial nehmen. Diese kleinen dünnen Äste hier sind wirklich stabil und da kann man echt was mit anfangen. Also super relevant für den Buschkraftbereich, ganz klar, aber auch so für Basteleien in der Natur, absolut genial. Dazu muss aber gesagt sein, dass so ziemlich jede Weidenart hier in Deutschland geschützt ist und das ist auch ganz gut so. Nichtsdestotrotz, man findet unter fast jeder Weide immer genug Totholz, was sich zum Basteln prima verwenden lässt. Die Rinde etwas größerer Äste ist sogar so flexibel und fest, dass sich daraus sogar kleinere Gefäße herstellen lassen. Mit dem Holz der Weide zu arbeiten macht auch einfach mega viel Spaß. Es ist super stabil, lässt sich aber mit dem Messer unheimlich toll bearbeiten. Ja, und man kann allerlei Zeug daraus basteln, weil es einfach super flexibel ist und stabil. Biegsam ist es auch wegen diesen langen Fasern. Man kriegt es einfach super schwer kaputt. Meines Wissens wird sogar im Bogenbau Weidenholz benutzt. Also wie gesagt, die Weide ist eine super Pflanze, ein super Baum. Buschkrafttauglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ja, und sie sieht einfach nur super genial aus. Schützt bei Regen auch, weil sie so hoch und so dicht gewachsen ist. Super Sache. Der Gundermann. Der Gundermann ist wohl mit der aromatischste Lippenblüter, den ich kenne. Lippenblüter, für mich sehen die aus wie Orchideen. Winzige Orchideen. Der Gundermann wächst meist wirklich in solchen Teppichen und naja, an der Blattform und halt auch an den Blüten kann man ihn nur sehr, sehr schwer verwechseln. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal ein Blatt nehmen, bisschen zerreiben und dran riechen. Einmal den Gundermann gerochen, man erkennt ihn sofort wieder. So aromatisch, dass ich den super gerne in meine Kräuterbutter reinschneide und das ist mega lecker, das Zeug. Aber Vorsicht, so ist der Gundermann leider auch für Tiere. Ich weiß, dass es für Pferde zum Beispiel eine giftige Pflanze ist. Also ein bisschen Vorsicht beim Gundermann, für den Menschen aber bedenkenlos. Sogar gut für den Menschen, was sich im Namen wiederfindet. Gundermann, althochdeutsch Gund, steht für Eiter bzw. für Beule. Und ja, es ist eine alte Heilpflanze. Das habe ich so für mich adaptiert und auf solche kleineren Verletzungen kommt der Gundermann einfach drauf. Der japanische Knöterich, ja, oder das Flötenkraut, das ist eine Pflanze, ein Neophyt, ein Einwanderer, dem ich zwiegespalten entgegenstehe. Der Knöterich ist eine fiese Pflanze, verbreitet sich sehr stark, schon einzelne Teile dieser Pflanzenstängel reichen, um auszutreiben und bewuchern alles Mögliche. So ziemlich alle Pflanzenteile des japanischen Knöterichs kann man essen. Die Blätter recht schnell viel gesammelt, weil einfach sehr groß, lassen sich als Spinatgemüse herrichten. Ja, und diese Stängel, so ein bisschen bambusähnlich, riechen und schmecken wie Rhabarber und es schmeckt auch. Also es ist wirklich lecker gekocht als Kompott etc. kann man das Zeug echt gut hernehmen. Hier versuche ich es, aber es klappt leider nicht. Manchmal ist es so, dass man in diesen Knöterich-Kammern, die wirklich wie Bambus aufgebaut sind, ja, Wasser findet. In diesem Fall aber mit ziemlich wenig Erfolg. Nun, die Pflanzenteile, die einzelne des Knöterichs,
ja, neigen dazu, sehr schnell auszutreiben. Und ja, das birgt die Problematik in sich mit der Pflanze, denn sie wächst sehr dicht, stiehlt anderen Pflanzen das Licht und verhindert so, dass andere Pflanzen wachsen. Und es fehlen uns hier in unseren Breitengraden ja die natürlichen Feinde. Außerdem treibt schon winzige Pflanzenteile des Knöterichs so stark aus, dass man wirklich darauf achten sollte, dass man, wenn man mit der Pflanze arbeitet, ja Küchenabfälle im Ofen röstet vorher, bevor man sie auf den Kompost schmeißt. Oder wenn man halt draußen in der Natur arbeitet mit der Pflanze, ruhig die Pflanzenteile nochmal ins Feuer werfen. Beachtet man dies, kann man mit den Dingern wirklich tolle Sachen basteln. Hier ein Wasserspeicher, alleine aus den Blättern und aus den Stängeln des Knöterichs, ja, um Regenwasser zu fangen. Man kann ganze Farmen von Regenwasserauffanganlagen aus dem Knöterich alleine, ja, bauen und aufstellen. Macht super viel Spaß. So, Nutzer von Kohlenstoffstählen haben ja so mit manchen Produkten, die sie schneiden, so ihre Probleme. So auch beim Knöterich, denn der Saft, der lässt Messer oder Kohlenstoffstähle sehr schnell rosten. Kein Problem, Pflanze Nummer 4 mit äußerst, ja, großer Buschkraftrelevanz, Gras. Einfach ein bisschen davon pflücken, hat eine geringe Schleifwirkung. Das merkt man manchmal, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber alle möglichen Grashalme haben diese Schleifwirkung. Bisschen pflücken, auf die Klinge spucken, ja, und über die Klinge reiben. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das könnt ihr euch hier mal angucken. Probiert es doch einfach mal aus. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.